Hey Leute, was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier der Lens TV und Amsterdam ist Geschichte. Jetzt kommt Hartberg. In der Tipico Bundesliga geht es nämlich in der ersten Runde jetzt los. In der Saison 2018-19, also der Ligastart für unsere Blackies steht auf dem Programm und der erste Gegner in der neuen 12er Liga heißt TSV Hartberg, also gleich einer der zwei Aufsteiger, der eben unser Gegner sein wird. Mit Hartberg hat man ja mal wieder einen weiteren steirischen Vertreter in der Bundesliga und die Hartberger haben schon eine sehr, sehr ja, furiose sowie kuriose Geschichte vorzuweifen, wie sie ihr zeigen natürlich, wie sie ihren Weg in die Bundesliga gemacht haben, also von der Regionalliga in die zweite Liga und dann direkt den Durchmarsch in die Bundesliga. Und ja, was aber wirklich eine sehr, sehr ja, langfristige Prozedur nach sich zog aufgrund der mangelnden Lizenz. Also da gab es ja zunächst keine Lizenz von der Bundesliga und dann vom ständig neutralen Schiedsgericht. Ich glaube, in der dritten Instanz wurden den Hartbergern dann doch eben die Lizenz zugesprochen. Und ja, deswegen dürfen sie eben am Samstag, am morgigen, gegen unsere Blackies dann auch antreten. Ja, vielleicht noch ganz kurz eben zur Ajax-Partie noch ein paar kleine letzte Worte. Ich weiß, es war unterm Strich eigentlich, wenn man ehrlich ist, ein bisschen scheiße von unseren Jungs von der Leistung her. Aber Hartberg ist jetzt wieder natürlich eine andere Partie. Es gilt den Schalter bekanntlich mal wieder umzuschalten eben, umzudrücken. Und jetzt hat man gegen Hartberg eine ganz, ganz andere Ausgangslage. Wir sind der klare Favorit auf dem Papier, haben noch dazu Heimvorteil. Und ja, die Hartberger haben nichts zu verlieren. Der komplette Druck liegt einzig allein bei uns, bei Sturm. Und das kann natürlich auch irgendwie nach hinten losgehen. Ich persönlich muss sagen, ich habe schon ein bisschen so ein zwiegespaltenes Gefühl in meiner Magengrube. Auf der einen Seite freue ich mich natürlich wahnsinnig auf die Partie. Auf der anderen Seite ist es aber schon so, ja, dass die Hartberger nicht zu unterschätzen sind. Angst muss man sicher keine haben. Aber Hartberg, ich stelle mir sie so ein bisschen in Richtung ja, wie Mattersburg so vor, von der Spielanlage. Also eher über das Körperbetonte. Sie haben ja in der letzten Saison haufenweise Standardtore erzielt. Wir wiederum waren sehr, sehr anfällig für Standardsituationen. Und ja, das ist sicher ein probates Mittel für die Hartberger, gegen uns zum Zug zu kommen. Wir allerdings sind ganz klar von der individuellen Klasse her auf der Habenseite. Also da gibt es eigentlich keine Diskussion, dass wir mehr Qualität sicherlich im Kader haben. Bei Hartberg eben außerdem sehr interessant auf der Trainerbank Marco Schopp. Da war doch was, ehemaliger Trainer unserer Amateure, vorübergehender Interimscoach der Kampfmannschaft und. Also ein Sturm Graz Urgestein und Jürgen Säumel, der ehemalige Kapitän, auch noch als Co-Trainer, also da ist schon sehr viel ja, schwarz-weißes Blut da trotzdem bei den Hartbergern mit dabei. Von dem her wird das sicher ja, ein bisschen familiär auch da diese Begegnung. Aber ja, ich bin trotzdem da frohen Mutes, dass wir das schon machen werden, denn auch wenn Jakob Janscher fraglich sein soll, sind wir trotzdem von der Kaderbreite, denke ich, ganz gut aufgestellt. Ich finde es auch eben nach der Resonanz gegen Amsterdam, weil klar waren wir schlecht, aber dass wirklich so auch vor allem die Neuzugänge gleich in Frage gestellt worden, finde ich ein bisschen zu früh, ehrlich gesagt. Erstes Pflichtspiel auf hohem Niveau, würde ich mal behaupten. Siegendorf lasse ich da mal außen vor und ja, gleich gegen einen Gegner wie Ajax, der natürlich auch noch nicht bei 100% war, aber trotzdem einfach viel mehr individuelle Klasse hat als unsere Blackies. Da ist es natürlich auch irgendwo schwierig, Akzente zu setzen. Also jetzt in spielerischer Hinsicht. Vom Kämpferischen ist es eine andere Geschichte. Aber eben in spielerischer Hinsicht kann man sich da, glaube ich, ja trotzdem nicht zu sehr gleich drüber aufregen, meiner Meinung nach. Also deswegen, ich erwarte mir natürlich ein anderes Bild gegen Hartberg, aber es wird, glaube ich, jetzt auch noch nicht der ganz große Zauberfußball. Die Mannschaft ist halt zum größten Teil neu zusammengestellt und muss sich halt finden. Ich glaube, so viel Zeit und Fairness sollte man den Jungs dann schon entgegenbringen, dass man wenigstens ihnen ja 4, 5 Spiele mal gibt, dass man sich da doch akklimatisieren kann eben, und eben zusammenfinden kann hoffentlich. Und dann, wenn es mal läuft, dann weiß man ja sowieso, wohin das Ganze gipfeln kann, mit den Fans im Rücken, mit der Kurve und so weiter und so fort. Also deswegen, Sturm ist ein emotionaler Verein, aber es geht dann auch manchmal zu ein bisschen extrem ins Positive sowie Negative. Und es gilt da das gesunde Mittelmaß an der Stelle zu finden, würde ich einfach mal behaupten. Zur möglichen Aufstellung würde ich einfach mal sagen, ja, da kann man natürlich wieder viel spekulieren. Ich glaube, die Aufstellung wird ähnlich aussehen wie gegen Ajax. Vielleicht mit der einen oder anderen Veränderung fangen wir an im Tor, da wird nichts passieren. Siebenhandel auch, wenn er mal einen Patzer gemacht hat, wird klar im Tor die Nummer 1 gesetzt sein. In der Innenverteidigung, ich gehe mal davon aus, dass man wieder mit Dreierkette hinten spielen wird.
dass eben Aflonitis, Maresic und Spendlofer gesetzt sind. Am linken Flügel könnte es zu einer Veränderung kommen. Ferreira ist jetzt gegen Siegendorf und auch gegen Ajax nicht gerade positiv aufgefallen, war auch gegen Ajax in der Halbzeit ausgewechselt worden. Da könnte es vielleicht eine Änderung geben. Hierländer hat seine Position in der zweiten Hälfte in Amsterdam ja eingenommen. Weiß nicht, ob das wirklich eine Option ist. Auf jeden Fall Schrammel. Keine Ahnung, ob man ihm wirklich die Startelf so richtig zutraut. Er hätte ja Erfahrung genug, aber muss eben doch wirklich so sein spielerisches Können noch unter Beweis stellen, also hundertprozentig in Graz. Also da bin ich gespannt, wie man eben die linke Seite, den linken Flügel vorübergehend da lösen wird oder ob Ferreira wieder das Vertrauen bekommt und über Spielpraxis dann reinkommen soll. Vorausgesetzt eben, Janša spielt nicht. Aber ja, da könnte es eben ein bisschen Konstellationswechsel geben. Auf der rechten Seite, da gehe ich mal davon aus, dass Koch spielen wird. Also war ja auch gegen Ajax dann doch fit, also von dem her wird es da keine Überraschung geben, denke ich mir einfach mal. Defensives Mittelfeld, auch das ist so eine Frage, wie man agieren wird. Ich glaube, gegen Hartberg könnte man mit zwei Stürmern spielen vorne. Deswegen könnte es auch gut sein, dass man ja in der Defensive vielleicht da einen eher weglässt, also quasi einen einzigen wichtigen Abräumer hat, Sandi Lovic oder Lackner, wird dann wohl so die Qual der Wahl sein. 50-50 würde ich einfach mal behaupten von der Aufstellungschance, also von meinem Kopf her aus. Ja, im Zentrum sind dann klar Schul gesetzt und normalerweise auch Hierländer eben in der Mitte. Ich glaube einfach, da ist er wertvoller auch für die Mannschaft, als jetzt wirklich am Flügel, wo er Defensivarbeit dann auch zu verrichten hat. Also da denke ich einfach, ja, dass Hierländer und Schul das Zentrum in der Offensive da steuern werden. Und vorne im Angriff ist eigentlich Markus Ping für mich eine Hausnummer. Hosiner hat mich bis jetzt noch nicht überzeugt, aber werfe ich ihm auch noch nicht vor. Der braucht halt auch seine Spiele, bis er da wirklich reinkommt. Und ja, Issé ist halt auch, ja, so nicht unbedingt ein Mann für 90 Minuten so ganz. Anscheinend im Moment noch. Also vor dem, glaube ich, Markus Pink wird da irgendwie vom Gefühle einfach mal in die Schlacht geworfen und neben ihm würde ich einfach mal Issé beginnen lassen. Weil du hast dann den Bulligen, der rennt und Pink, der eben dann wirklich auch den Körper in der Größe hat und die Räume hoffentlich nutzt. Also mal schauen, was Sturm sich da einfallen lässt, beziehungsweise was Heiko Vogel da daraus macht, aufstellungstechnisch. Ja, und von dem her quatsche ich da gar nicht mehr viel zu lange drüber. Ich sage einfach, ja, warten wir die Partie ab. Und ja, geben wir dann nachher unseren Senf dazu. Von dem her war es das dann auch jetzt schon wieder von mir und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal hier bei der Lenz TV. Euer Elias. Auf die schwarzen Gamer-Burschen. Und bis dann. Ciao, ciao.